Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier richtig bei Optionsstrategien TV und wir müssen noch eine Videoserie zu Ende bringen, nämlich über die Griechen. Einer fehlt noch und zwar die Kennziffer Rho und darüber sprechen wir heute. Also ihr seht, ich bin wieder aus Griechenland zurück, schon eine ganze Weile, sitze in unserem neuen Büro an meinem Schreibtisch und es ist uns aufgefallen, wir haben ja das Rho vergessen. Also über diese Kennziffer Rho, irgendwie ist das dann in Griechenland untergegangen. Nicht, dass jetzt einer denkt, ich hätte zu viel Uso oder so getrunken. Das liegt einfach daran, dass Rho ist halt eine Kennziffer, die wirklich sehr, sehr selten nur beachtet wird. In den letzten Jahren spielt sie sowieso keine Rolle und man findet sogar diese Kennziffer relativ schlecht. Das heißt, so in diesen gängigen Online-Webseiten, wo wir so nachschauen, also jetzt beispielsweise E-Volatility, da ist das Rho überhaupt nicht aufgeführt. Und damit wir trotzdem das Ganze natürlich vervollständigen und damit man es einfach mal gehört hat, heute super kurze Worte zum Thema Rho. Der Rho ist das, oder das Rho wird geschrieben wie ein P, ne? Das ist ja so ein bisschen dieses griechische Alphabet, erinnert ja so ein wenig an die kyrillischen Buchstaben aus dem Russischen, wird also wie ein P geschrieben, ist der 17. Buchstabe des griechischen Alphabets und das Rho sagt aus, wie stark sich der Wert einer Option verändert, wenn sich der risikofreie Zins um 100 Basispunkte, das heißt um 1% verändert. So, und jetzt müssen wir erstmal klären, okay, was ist risikofreier Zins? Und als risikofreier Zins wird meistens so eine Standardzinsrate hergenommen, also sowas wie der LIBOR oder wie die Fed Fund Rate. Das ist also risikofreier Zins und 100 Basispunkte. Zinsen werden ja immer auf zwei Stellen nach dem Komma gemessen und 100 Basispunkte beschreibt also die Veränderung ein ganzes Prozentpunkt. Und jetzt wissen wir schon, warum das auch aktuell keine allzu große Rolle spielt, weil es gibt in den etablierten Optionsmärkten, das heißt in Europa, aber auch in den USA, gibt es ja so gut wie keine Zinsen und deswegen spielt das keine allzu große Rolle. Das Rho ist bei In-the-Money-Optionen am größten und wird dann immer kleiner, je weiter wir aus dem Geld gehen und da wir zum Beispiel als Optionsverkäufer ja meistens Out-of-the-Money-Optionen handeln, da spielt es also noch weniger eine Rolle, weil natürlich die Einflussnahme sehr, sehr gering ist. Wichtig wäre Rho oder beziehungsweise wo kann man es am ehesten beachten, wenn ihr jetzt habt beispielsweise eine Weekly-Option, also die bloß noch ein paar Tage Restlaufzeit hat, dann wird das wohl am wenigsten interessant sein, weil wie groß ist schon das Zinsrisiko innerhalb von 3-4 Tagen. Aber wer jetzt zum Beispiel ganz langlaufende Optionen kauft, also beispielsweise Leaps-Optionen, die können ja durchaus bis zu 2 Jahren laufen. Ich habe jetzt gestern Optionen gekauft, bis in den Januar, die laufen Januar 2017. Und da könnte man dann schon mal aufs Zinsrisiko achten. Aber wie gesagt, das spielt unter den ganzen Griechen, also es heißt Delta, Gamma, Theta, Vega, wirklich die geringste Rolle. Es hat einen großen Einfluss auf das Rho, hat wieder die Volatilität. Das heißt also, wenn die Vola steigt, dann steigt zum Beispiel der Einfluss des Rho mehr bei Out-of-the-Money-Optionen, bei In-the-Money-Optionen nimmt es ein bisschen ab. Aber im Großen und Ganzen, ich gucke nochmal hier auf meinen Spickzettel, den ich mir geschrieben habe, aber im Grunde genommen ist es eigentlich so, dass es kaum Auswirkungen hat. Zinsanstiege hätten eher positive Auswirkungen auf Calls, Zinsrückgänge hätten positive Auswirkungen auf Puts und eben jeweils umgekehrt. Naja, und je näher eben der Verfallstag ist, umso weniger hat das Rho halt Einfluss. Ne? Kurzlaufende Optionen wenig, im Gegensatz jetzt beispielsweise zum Gamma, das wird ja immer wichtiger, je kürzer die Restlaufzeit ist, dagegen jetzt beim Rho umso unwichtiger wird es. Und damit ist eigentlich aus meiner Sicht heraus alles für den Praxishandel über das Thema Rho gesorgt. Natürlich kann man jetzt akademisch hergehen, kann sagen, okay, das Rho hat den Einfluss und man kann jetzt die ganzen Optionspreisformeln auseinandernehmen und das gibt es ja auch viele, die sich damit beschäftigen. Aber
wir wollen uns ja hier an der Stelle mit dem praktischen Optionshandel beschäftigen. Und der praktische Optionshandel, da spielt Roh eigentlich überhaupt keine große Rolle. Ich habe auch mal in ältere Bücher geschaut, also aus Zeiten, wo wir noch sehr, sehr hohe Zinsen hatten. Ich habe so Optionsbücher, die sind teilweise 20 Jahre alt, als damals auch die Bewertungen noch ein bisschen anders waren. Da haben die Händler schon auch noch das Roh zumindest mit beschrieben, aber selbst damals war schon der Tenor, dass das Roh eigentlich keine große Rolle spielt, weil wir natürlich auch wissen, dass die Zinsen sich jetzt nicht dramatisch kurzfristig sehr, sehr stark bewegen werden. Also wenn ihr euch mal Zinshistorien anschaut, dann gab es natürlich große Zinsveränderungen in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, nehmen wir mal die amerikanische Fed, hat die Zinsen teilweise sehr, sehr stark angehoben. Sie hat sie aber auch teilweise sehr, sehr extrem gesenkt. Aber das passiert ja alles nicht von heute auf morgen. Das heißt also, du hast jetzt nicht heute einen Zinssatz von 1% und in einem Monat einen von 7%. Das passiert vielleicht mal in irgendeinem Schwellenland oder in so einem Land wie Russland oder jetzt auch in China, wo man extrem schnell mit den Zinsen hantieren muss. Aber das sind ja, wie gesagt, keine etablierten Optionsmärkte, so wie wir sie kennen. Deswegen machen wir einen Strich unter das Ganze, sagen, okay, damit ist das Roh mitgeklärt, wir haben es mal mitgehört. Wir haben jetzt diese 5 Kennziffern kennengelernt. Die wichtigsten, definitiv das Delta, weil es uns eben was über die Geschwindigkeit der Option aussagt und über die Wahrscheinlichkeit. Beim Gamma merken wir uns ganz einfach, je kürzer die Restlaufzeit, umso wichtiger wird das, weil umso mehr Einfluss, umso volatiler bewegt sich einfach die Option, umso schneller reagiert sie auf Preisänderungen des Underlyings. Theta, unser Freund, wenn wir Optionen verkaufen, unser Feind, wenn wir Optionen kaufen und weil es der Zeitwertverlust ist. Und das Vega drückt die Volatilität aus und das natürlich jetzt in der aktuellen Phase ganz, ganz wichtig. Hohe Volatilität, gut für Optionsverkäufer bzw. auch für diejenigen, die Optionen hatten und dann in die hohe Volatilität hinein verkaufen können. Und niedrige Volatilität eher gut für Käufer und nicht so gut für Optionsverkäufer. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Thema. Wenn ihr Anregungen habt für Themen, wenn ihr sagt, Mensch, das wollte ich schon immer mal erklärt haben, dann schreibt mir das in die Kommentare oder schreibt es auf unsere Facebook-Seite. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Servus, bye bye.